Sie kennen das vielleicht vom Wahl-O-Maten, bei dem am Ende sehr anschaulich aufgeschlüsselt wird, mit welcher Partei man am ehesten übereinstimmt. Ich habe für meine Partei an den Antworten des Wahl-O-Maten selbst mitgeschrieben und habe trotzdem nicht die volle Punktzahl. Bei 82 Millionen Menschen in der Bundesrepublik und aktuell 6 im Bundestag vertretenen Parteien wäre das allerdings auch schwer vorstellbar. Ich fände es deutlich beunruhigender, wenn ein Politiker ein reines Wahlprogramm und nicht ein individueller Mensch wäre.